Herzlich willkommen zur dritten Folge von Democracy 3. Das stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Zurück zur Regierung. Ah, wir haben wieder ein Dilemma. Ölbohrungsmöglichkeit. Ja. Erdölfirmen sind bestrebt, die Erlaubnis für Ölbohrungen in einem Teil deines Landes zu erhalten, der ein Naturschutzgebiet ist. Die Erdöllager unter dem Gebiet sind beträchtlich, aber die Bohrungen würden sich negativ auf die Umwelt auswirken. Tja, wir haben eh schon ein Umweltproblem. Also da würde ich jetzt die Bohrungen nicht direkt erlauben. Oder denkst du wieder an die Wirtschaft? Nee, an der Stelle nicht. Also auch da kann man ja sagen, die Wirtschaft ist ja in einem Transformationsprozess hin zu nachhaltiger Entwicklung. Ich bin gegen Ölbohrungen. Vor allem in Naturschutzgebieten. Ja, finde ich auch. Sind wir in den USA oder was? Nein, sind wir nicht. Das heißt also, würde ich sagen, Bohrungen verhindern. So, hier sehen wir jetzt einmal kurz die Weltwirtschaft, wie sie eingebrochen ist. Aber unser BIP ist auf einem Aufwärtstrend. Das ist nicht so krass wie die Weltwirtschaft eingebrochen. Unsere Einnahmen sind zurückgegangen. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ja, wir müssen auch zurückgehen, weil wir auch noch ein paar Sachen verändert haben vorhin. Auf der Einnahmeseite. Ja, jetzt haben wir ein Defizit. Tja, Mensch. Die schwarze Null muss stehen, oder? Um Gottes Willen. Ich habe eine feste Überzeugung, was dieser Quatsch mit der schwarzen Null. Bin ich überhaupt nicht. Bin ich überhaupt gar kein Freund von. Wer, wenn nicht der Staat, soll Schulden machen? Ja. Gut, das heißt. Wir gucken uns mal an, wie sich jetzt hier Sachen entwickelt haben. Guck mal! Geheimdienst tatsächlich ist organisiertes Verbrechen runtergegangen. Wenn wir organisiertes Verbrechen wegbekommen, also wenn es unter den Stoppauslöser fällt, dann gehen diese Effekte hier weg. Das heißt 20% mehr Kriminalität und 10% mehr Gewaltverbrechen sind dann einfach mal weg. Das wäre ja schon sehr praktisch. Aber wir beobachten das einfach mal. Ich will jetzt nicht weiter am Geheimdienst drehen. Aber der Trend ist ja schon gut. Richtige Richtung auf jeden Fall. Genau, wie sieht's hier aus? Oh! Schön! Asthma-Epidemie ist auch ein bisschen runtergegangen. Also der Trend ist auch super. Fettleibigkeit. Ganz kleiner Knick. Umwelt. Umweltverschmutzung. Geht auch etwas zurück. Das ist schön. Und wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Ja, wir müssen an die Produktivität ran. Genau. Ansonsten haben wir überall einen guten Trend. Das heißt also, wir gucken mal, Produktivität können wir nicht direkt beeinflussen. Wie war es nochmal? Die Produktivität wirkt sich negativ auf die wettbewerbsunfähige Wirtschaft aus. Das heißt, wenn wir die Produktivität steigern, dann ist das gut. Wenn wir dort Bildung und Technologie hochjagen würden, wäre unsere Produktivität wahrscheinlich über kurz oder lang höher, oder? Ja. Okay, aber das müssen wir uns ja leisten können. Genau, Bildung. Gucken wir mal. Staatliche Schulen, Universitätsstipendien sind sehr langsam. Kultursubventionen auch. Technologie steckt hier auch in der Bildung drin. Und Privatschulen. Okay. Das heißt, wir könnten mal bei der Technologie. Ja. Technologie. Und da sind es wissenschaftliche Förderer. Oh, wissenschaftliche Förderungsmittel. Wissenschaftliche Förderungsmittel können wir hochdrücken. Aber können wir uns das leisten? Warte mal. Ach, wir könnten 3 Milliarden mehr ausgeben und würden ein bisschen Arbeitslosenzahlen erniedrigen. Öffentliche Bedienstete
erhöhen, BIP erhöhen, Energieeffizienz und Technologie erhöhen. Aber das, die Technologie erst in 8 Quartalen, also in 2 Jahren. Aber das finde ich immer noch okay. Ja, der Bruttoinlandsprodukt kommt auch erst in 20 Runden. Ich finde es auch gut, allerdings müssen wir irgendwo noch mal gucken, wo wir Kohle herkriegen. Ja, wir gucken mal gerade, wir haben jetzt ein Defizit. Wir würden da noch mal 3 drauf tun. Finde ich jetzt aber erstmal nicht schlecht. Und es wirkt sich auf ganz viele Bereiche aus, die wir ja langfristig aufbauen wollen. Genau. Das heißt, das ist lustig, hier ist Elektronenmikroskop zurzeit und wenn ich es ganz gut drehe, ist dann Teilchenbeschleuniger. Finde ich schön. So, Technologie. Wir könnten auch, wir haben jetzt noch 19, Bildung und Technologie, hattest du gesagt. Wir könnten jetzt mal gucken, was wir in hier. Wir könnten hier mal gucken, ob sich nicht noch was für die Bildung auswirkt. Also Fördermittel für Erwachsenenbildung finde ich grundsätzlich super. Ja. Weil da wahrscheinlich alles an Fort- und Weiterbildung, ja, Abend- und Fernunterricht, das klingt frei. Ja, also hier gibt es sehr... Oh! Das habe ich gerade gesehen. Healthy Eating Campaign. Sehr gut. Da würde ich doch jetzt als erstes mal drauf gehen, weil das ist tatsächlich nicht teuer. Dauert nur 2 Quartale und wir können direkt was gegen Fettleibigkeit tun. Da würde ich jetzt auch mal direkt voll reingehen. Es sind nur 309 Millionen. Sehr gern. Nur. super. Okay, wir waren dann hier. Fördermittel für Erwachsenenbildung, was haben wir noch? Hier ist sehr, sehr viel noch drin. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Aber Fördermittel für Erwachsenenbildung finde ich auch gut. Das wird die Bildung anheben. Und dann, was ich auch ganz interessant finde, sind die technischen Colleges. Ich vermute, das wären dann so bei uns Fachhochschulen. Wahrscheinlich, würde ich auch sagen. Die technischen Colleges sind Fachhochschulen mit Konzentration auf Computerkompetenz, Biotechnologie und ähnliche Fächer. Diese staatlichen Colleges erhalten Sondermittel von der Zentralregierung, um ein höheres Maß an technologischen Kompetenzen unter den zukünftigen Arbeitskräften zu fördern. Dauert 4 Quartale, Fördermittel für Erwachsenenbildung 2. Ich würde eher dazu tendieren. Oder gerne. Weil es sowohl... Hier haben wir mehr Zustimmung. Na komm, lass uns mal die Erwachsenenbildung besuchen. Okay, Bildung und Produktivität wird davon direkt beeinflusst. Das ist ja schon mal schön. Tja, wie viel wollen wir dafür ausgeben? Wenn ich jetzt mal auf 1 Milliarde gehe, 3,5% mehr Produktivität und 7% mehr Bildung. Das ist schon ganz schön viel. Ich auch grundsätzlich mehr Produktivität und mehr Bildung. Ja. Und es kostet uns nur Geld. Nee, ist es nicht. Ich mag das, dass wir unseren Plan so gestalten können, wie wir das gern hätten. Ja. Gefällt mir. So. Jetzt haben wir noch 5 Punkte. Das heißt, wir könnten ruhig nochmal, das finde ich auch, ich finde das von der Spielmechanik her so, also tatsächlich, als ich das ausprobiert habe, bin ich glaube, ich bin die erste halbe, dreiviertel Stunde wirklich nur auf den Feldern gewesen und habe mir angeguckt, wie was mit welchem Punkt irgendwie zusammenhängt und habe dann so irgendwie begriffen, wie schön das ist, die Sachen so darzustellen. Aber was ich halt auch irgendwie gelernt habe, was ich faszinierend finde, und da würde ich halt vielleicht auch nochmal kurz dich fragen wollen, was irgendwie das Spiel ist so aufgebaut, dass es günstiger ist, ein neues Gesetz zu erlassen, als an anderen Gesetzen irgendwie rumzuschrauben. Also, ja. Das ist tatsächlich in der Realität auch so, oder? Also irgendwie an einem Gesetz eine Stellschraube zu drehen, ist schwieriger, als ein neues Gesetz zu erlassen, weil man wenn man ein neues Gesetz erlässt,
dann ist das ja auch öffentlichkeitswirksamer. Oder was sagt denn die politische Wissenschaft dazu? Oder weiß ich nicht. Ich bin, was das angeht, etwas unbedarft. Und deswegen dachte ich, frage ich dich mal. Die Herausforderung bei bestehenden Gesetzespaketen ist ja, dass das, wie gesagt, ein komplettes Paket ist. Das heißt, man hat dann irgendwie die Verwaltungsausführungsbestimmungen und die ganzen Prozesse einmal durchdefiniert. Ja. Und sobald man an einer einzelnen Stellschraube innerhalb dieses Gesetzes dreht und vielleicht die Konsequenzen vorher nicht gut genug in unserem Bundesland, in unserem Staat beispielsweise mit den Ländern und mit den unterschiedlichen Ebenen abgestimmt hat, dann kann es passieren, dass das Gesetz nach hinten losgeht und man nochmal von vorne anfangen kann. Und dann ist es tatsächlich einfacher, an der einen oder anderen Stelle wirklich bei Null anzufangen. Ganz einfach. Okay, ja. Aber dann, wir haben noch ein bisschen politisches Kapital, dann würde ich doch mal sagen, wir gucken noch mal, weil hier eben, ne, öffentlicher Dienst, also warum dieses Healthy Eating Campaign unter öffentlicher Dienst war, ist mir schleierhaft, aber es ist ganz gut, vielleicht hier mal ein bisschen noch durchzugucken. Ist auch gut. Keep Your Country Tidy Campaign, also eine Kampagne, wo es darum geht, dass man Müllvermeidung und dass man Zeug nicht einfach so in die Gegend schmeißt und so. Auch nicht schlecht, wird wahrscheinlich der Umwelt helfen. Compulsory School Sports, also verpflichtender Sportunterricht in der Schule, könnte eventuell auch der Fettleibigkeit helfen. Ich denke auch, den Gesundheitsaspekt könnten wir damit bestimmt auch positiv beeinflussen. Ja, und denke, Asthma haben wir auch, ne? Das genau. Problem. Dann würde ich das mal reinwerfen. Gut. Schulsport. Gesundheit und Fettleibigkeit, ha? Gesundheit und Fettleibigkeit, aber auch erst in 4 Jahren. Aber egal. Ja, wie viel geben wir dafür aus? Für... Wenn ich mal auf 300 gehe, dann sind es minus 3,8 und plus 3,7. Kann man mal machen. Ja, ich denke auch. So, jetzt sind wir nur noch, haben wir nur noch einen Punkt, damit können wir nicht mehr viel anstellen und dann machen wir nächste. Wie war das eigentlich bei dir in der Schule mit Schulsport? Fandst du ihn gut oder wie war das bei euch? Ich fand Schulsport eigentlich, ja. Ich fand's immer gut. Also in der Oberstufe hatten wir einen nicht ganz einfachen Lehrer. Da war Sport nicht mehr so schön. Aber ja, ansonsten, ich hatte immer Spaß an Schulsport. Wie war's bei dir? Ja, ich auch. Also das ging schon. Ich hatte, manchmal hatte ich dann irgendwie mit anderen Dingen zu tun als... im Kreis zu laufen. Also ich fand es sehr faszinierend, welche Formen meine Klasse entwickelt hat, um unsere Lehrerinnen auszutricksen, wenn es darum ging, Runden auf der Rennbahn zu laufen. Oh Gott. Ja, solche stupiden Aufgaben sind ja nie wirklich. Also, ne? Ja, sie waren nicht so wahnsinnig aufmerksam, von daher war das jetzt nicht so schwer. Unsere Bonität ist herabgestuft worden. Ja. Unsere Bonität ist aufgeschlossen worden. Die großen internationalen Ratingagenturen haben den Status deiner Staatsverschuldung herabgestuft. Das wird sich wahrscheinlich auf dein BIP auswirken, da sich Auslandsfirmen scheuen werden, in unsere Wirtschaft zu investieren. Und es wird ebenfalls Auswirkungen auf den Zinssatz haben, den wir auf unsere steigenden Schulden zahlen müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das unsere kapitalistischen Wähler verstimmen wird. Du solltest Maßnahmen ergreifen, damit du bei den Ratingagenturen wieder Glaubwürdigkeit erlangst, indem du das Schuldenniveau baldmöglich reduzierst. Deine gegenwärtige Bonität liegt derzeit bei A. Kapitalist findet es doof und BIP hat ein bisschen was abgekriegt. Ja. Unsere Beliebtheit ist aber toll. Großartig. Also, na, wir können hier direkt mal gucken, was den Kapitalisten alles stört. Mautstraßen findet er toll, aber sehr, sehr viele Sachen stören ihn.
Die Frage ist, was davon stört uns auch? Ja, ich... Hier unten, Wut nährt Unterstützung für Business First. Haben noch keine extremistische Vereinigung gegründet. Also man kann hier auch wirklich so tief in diese, weißt du was, bevor wir uns diesen Sachen widmen, ich will jetzt mal gerade die Trends unserer Probleme angucken. Oh ja. Organisiertes Verbrechen ist, hat seinen Trend leider nicht fortgesetzt. Das ist schade. Ein wenig. Ja. Asthma-Epidemie ist auch wieder ein bisschen runtergegangen, aber nicht mehr so doll wie vorher. Fettleibigkeit. Wird langsam. Genau. Healthy Eating Campaign hilft auf jeden Fall. Aber wirklich nur ein klein bisschen und verpflichtender Schulsport. Verpflichtender Schulsport wird langsam erst sich auswirken. Aber es geht runter, immerhin. Umwelt. Wir sind auf dem Weg. Und hey, wettbewerbsunfähige Wirtschaft fängt auch an zu sinken. Wir sind noch lange nicht da, dass es aufgehalten wird. Und wir haben wieder einen Überschuss. Wenn auch nur einen sehr kleinen. Also 700 Millionen. Aber damit können wir das anfangen. Definitiv. Und wir haben wieder 25 politische Kapitalpunkte. Ja. Für wen wollen wir die denn einsetzen? Also, wollen wir von der Zielgruppe ausgehen oder vom Politikfeld? Ich finde es eigentlich ganz gut. Wir könnten uns den Problemen widmen, würde ich jetzt erstmal sagen. Weil bisher haben wir es wie durch ein Wunder. Wir haben jetzt nicht wirklich. Doch du hast drauf geguckt, dass wir auch Sachen einnehmen und nicht nur ausgeben. Da bin ich eher nicht so immer der Fan von, würde ich mal sagen. Genau. Hier kann man was Schönes sehen, wie sich unsere Politik verändert hat. Wir sind eher auf der sozialistischen Seite und eher liberal. Und wir sind jetzt in Runde 5. Die ersten Runden waren wir eher auf der Liberalen. Da sind wir ein bisschen rüber zum Sozialismus gewandert. Und jetzt wandern wir wieder ein bisschen nach da. Das finde ich ganz lustig, diesen Kompass sich anzugucken. Wollte ich auch noch mal gerade zeigen, weil das ist mir gerade eingefallen, weil man da die Veränderungen sehen kann. Aber jetzt sollten wir ein paar Runden spielen. Ja, also ich würde jetzt weniger von der Zielgruppe ausgehen, sondern vielleicht von unseren Problemen. Weil ich glaube, Umwelt können wir noch sehr, sehr viele Sachen tun. Also die Umwelt ist halt so, hat sehr, sehr viele Faktoren. Wir können da oben noch bei der Fahrzeugnutzung nachregeln. Da gibt es bestimmt noch Sachen, die wir machen können. Und hatten das wird. Nicht, ja? Hatten wir nicht vorhin auch noch die Geschichte mit der Bahnnutzung irgendwie ja, so die Bahnermäßigung hatten wir noch. Da hatten wir überlegt, ob wir die hochdrehen. Die wirkt sich schon gut aus. Autofahrer finden es doof, die Arbeitslosenzahlen gehen runter und ansonsten finden es eigentlich alle nur gut. Wir geben halt nochmal 3 Milliarden mehr aus. Aber Bahnnutzung geht rauf, niedrige Einkommen werden begünstigt, Pendlereinkommen gehen nach oben und Pendlermitgliedschaft steigt. Das wird sich auf Fahrzeugnutzung auswirken, auf kurz oder lang, wenn die Pendler steigen. Ja gut, wir haben jetzt gerade keine große Automobilindustrie, die wir zufriedenstellen müssen, oder? Genau. Dann nehmen wir das mal an. So, jetzt haben wir noch 15 Punkte.
Ja, und unsere Zustimmungswerte sind wirklich gut. Das heißt, also wir hätten vielleicht am Anfang an der Schwierigkeit was drehen können, aber das konnte ja keiner ahnen. Oder ich habe es fast schon geahnt, wenn ich eine Politikwissenschaftlerin dabei habe, dass das fast ein Kinderspiel wird. Weil, also als sie die ersten Male es angespielt haben, bin ich in der Beliebtheit immer auch ein bisschen abgesackt. Und das ist hier nicht passiert. Du hast auch sofort an die Wirtschaft gedacht, was meistens nicht sofort mein erster Gedanke ist, muss ich gestehen. Es ist ja im Endeffekt so ein klassisch politisches Dilemma. Man kann nichts ausgeben, was man nicht einnimmt. Und eine der großen Diskussionsfragen ist, was nimmt man wie ein und wie gibt man das Geld wieder aus? Ja. Und schlussendlich machen wir ja hier auch nichts anderes. Und jetzt wäre die Frage, wenn wir doch so einen hohen Beliebtheitsfaktor haben, ob wir nicht versuchen könnten, irgendwas, was nicht so wahnsinnig beliebt ist, durchzudrücken, was uns aber helfen könnte in einem unserer Problemfelder. Ja, das heißt... Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Oh. Schöpfung kontra Evolution. Schwerpunkt auf Evolutionstheorie. Das kostet nichts, aber wir haben nicht mehr so viel politisches Kapital. Das ist spannend. Religiös, liberale, und das ändert aber auch nur was an den Zustimmungswerten. Das hilft uns bei keinem unserer Probleme. Ja, dann ist das so eine Scheindebatte, die wir auch sein lassen können. Ja, finde ich auch. Finde ich aber spannend. Was haben wir denn, also, wir haben uns hier links diesen Sektor noch gar nicht so richtig angeguckt. Überwachungskameras. Also wir könnten jetzt tatsächlich mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch am Polizeiapparat was machen, um Gewaltverbrechen und Kriminalität eventuell zu reduzieren. Wir sind jetzt schon hoch. Konservative finden das gut. Öffentliche Bedienstete. Einkommen. Es kostet uns so viel, oder? Nee, die Einkommen der öffentlichen Bediensteten gehen runter. Achso, wenn ich das erhöhe, dann gehen sie rauf. Ah. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Arbeitslosenzahlen gehen auch runter. Spannend. Was ja an sich gut ist. Ja. Das, und wir haben auch, anheben kostet nur 4. Also im Moment geben wir 5,66 aus für ein Polizeiapparat. Wir könnten auf 7 hochgehen. Ja. Und es machen an der Kriminalität was und tatsächlich senken wir auch die Armut ein Stück weit. Ja, und vor allem sofort, oder? Oh ja. Da können wir fast sogar noch mehr. Ja, manchmal ist es ja auch Stifte. Dann gucke ich mal. Machen wir 7,4. Sehe ich eigentlich nur Vorteile von. Ich bisher auch. Okay, ich vermute fast, da könnten wir auch noch mal gucken, ob es zu dem Polizeiapparat noch mal irgendwelche Policy-Vorschläge gibt, wie man den aufbaut. Also ob das jetzt bestimmt, in so einer Community-Policing-Richtung geht, also wo man sehr stark in den jeweiligen Sozialraum, mit dem Sozialraum wirkt, oder ob es vielleicht Wir haben noch gar nicht in Recht und Ordnung reingeguckt, tatsächlich. Gemeinschaftsorientierte Polizeiarbeit. Es wird mit der Gemeinschaft gearbeitet, anstatt sie zu kontrollieren. Bei der gemeinschaftsorientierten Polizeiarbeit wird die Polizei bestärkt, die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft besser zu verstehen, vor allem im Gebiet mit ethnischen Minderheiten. Kritiker sehen dies als ein kostspieliges Vergeuden von Geld, das für direkte Methoden zur Vermeidung der Kriminalität aufgewendet werden könnte. Es dauert ein bisschen, bis das implementiert ist, aber das, was du gerade gesagt hast, passt da total. Und wir sind ein egalitäres System, deswegen Beliebtheit bei den Wählern total. Und ich finde es großartig. Finde ich auch. Gemeinschaftsorientierte. Liberale finden das super. Kriminalität geht zurück, Gewaltverbrechen, rassistische Spannungen gehen zurück und Liberalismus wird gestärkt. Wie viel wollen wir dafür ausgeben? 2.
Zack. Okay, jetzt haben wir noch 10. Ja, so langsam. So langsam sind wir an der Stelle, das Geld wird knapp, oder? Das werden wir erst wissen, wenn wir nächste drücken. Stimmt, aber wir sollten vielleicht mal nach Einnahmen gucken. Wohlfahrt wahrscheinlich. Wir könnten mal bei Steuer gucken. Junkfood-Steuer ist immer noch möglich. Wir haben gute Zustimmungswerte und wir könnten was einnehmen. Ach, komm, nicht viel. Lass es uns ausprobieren. Okay, Junkfood-Steuer. Oh, Fettleibigkeit, krass. Sehr gut. Armut geht ein bisschen hoch. Jugend findet's doof und die niedrigen Einkommen finden's doof, aber die Gesundheit geht auch hoch. Ah, warte, dann müssen wir eigentlich das gesunde Essen haben wir doch schon subventioniert, oder? Vorhin. Nee, wir haben Healthy Eating Campaign. Dann müssen wir mal gucken. Bei hier, wenn ich das gerade richtig sehe, geht das Programm davon aus, dass Junkfood vor allem von Menschen mit niedrigen Einkommen, von jungen Leuten und generell von armen Menschen konsumiert wird. Ja, heißt, wir können auf jeden Fall Lebensmittelmarken, habe ich noch gesehen, gab es. Genau, es gibt ja scheinbar auch kein anderes soziales Absicherungsprogramm. Ja. Fände ich das noch ganz schön. Ja. Dann würden wir auch den heimischen Agrarmarkt und damit unsere Landwirte fördern wahrscheinlich. Es hängt alles zusammen, ne? Ja, was wollen wir denn mal einnehmen? Ich finde das mit der Fettleibigkeit so spannend. Ja. Finde ich auch, dass sich das so krass direkt auswirkt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Armut 2,6, also das ist, glaube ich, der Indikator, den ich nehmen würde. Und da würde ich eher ein bisschen runtergehen, dass sich die Armut nicht zu sehr so auf. Ja. Lass uns mal die Lebensmittelmarken dann als eines der nächsten mit rannehmen, um das auszugleichen. Ja, also lassen wir es erstmal. So steigt die Armut um 2,3. Tja, okay. Es ist halt auch verrückt, dass man manchmal politische Entscheidungen treffen muss und genau weiß, dass es für einzelne Gruppen in der Bevölkerung negative Auswirkungen hat und man deswegen im Idealfall noch eine zusätzliche Unterstützung schaffen muss. Hier, Lebensmittelmarken können wir uns gerade noch so leisten. Lebensmittelmarken sind ein System, bei dem der Staat Gutscheine oder Marken an Staatsbürger mit niedrigem oder keinem Einkommen ausgibt und dafür sorgen, dass sie sich ernähren können. Im Gegensatz zu direkten Beihilfen können Lebensmittelmarken nur gegen ungekochte Nahrungsmittel eingelöst werden, was verhindert, dass sie für ungesundes Essen zum Mitnehmen verwendet werden. Befürworter sehen die Lebensmittelmarken als ein wertvolles System, das dafür sorgt, dass niemand Hunger leidet, unabhängig von ihrem Einkommen. Gegner sehen das System allerdings als Bevormundung und als nicht mehr als ein Übertünchen der Risse, die von einem Versagen des freien Marktes und niedrigen Löhnen verursacht werden. Also ich finde die Argumentation tatsächlich auch sehr interessant, weil die Lebensmittelmarke hilft jetzt dem einzelnen Menschen auch nicht zu wirtschaften, Teil dieses Wirtschaftssystems zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es in einigen Bundesländern, also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, bekommt, geflüchtete Menschen Lebensmittelmarken. Und damit können sie halt auch nur das machen. Da kann man halt nicht telefonieren, da kann man ganz viele andere Dinge nicht, aber man kann sich Lebensmittel kaufen. Und eine der Debatten, die da immer wieder folgt, ist, dass die Selbstentscheidungsfähigkeit von Menschen, was sie konsumieren, in welcher Form sie es konsumieren, eingeschränkt wird. Und das ist ja hier auch nochmal so eine Argumentation. Ja. Das ist ein Versagen des freien Marktes ist. Man, eigentlich müssten wir die Löhne anheben, damit es funktioniert, aber so schnell können wir auch nicht reagieren. Ja. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, aber wir implementieren mal die Lebensmittelmarken, weil wir gerade was gemacht haben, was super gegen die Fettleibigkeit ist, aber was die Armen ein wenig benachteiligt. Ne? Ja. So. Oh, Gesundheit steigt. Die Armen an Selbst und Armut geht krass runter. Aber es kostet uns auch einiges. Landwirte, Gleichberechtigung, also es ist eigentlich nur
positiv tatsächlich. Und vor allem auch sofort positiv. Ha? Auch alles sofort. Oh ja. Ja, bis auf also die Gesundheit. Aber ja, da würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal ruhig ins Defizit gehen. Ich sage jetzt mal 2,5. Aber es hat gar nicht so viel gebracht, ne? Mhm. Nee. Also ob dann 2 oder 2,5? Na gut, also da sind es jetzt 10 Armut, jetzt sind es 8 Armut. Oh ja, tatsächlich. Das ist gar kein so großer Unterschied. Ja, dann machen wir es so. Wir können, dann lassen wir es so, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, finde ich gut. So, jetzt sind wir auf 0. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!